Wir sind aus unserem Dschungel rausgekommen. Ich habe dann irgend so einen Fahrweg gesehen, der wahrscheinlich zum Haus führte. So war es auch gewesen. Also da, wo ein Auto lang kann, kann auch ein Fahrrad lang. Ich glaube, der Fußweg wäre nichts gewesen. Wir sind zwar ungefähr 2-3 Meter über dem Privatgrundstück, also einen Zaun entlang, aber war eh bloß eine Scheune. Ich glaube, da war uns keiner böse gewesen. Ja, jetzt sind wir wieder auf kleinen Sträßchen. Eben eine ganz kleine. Ungefähr 3-4 Kilometer kommen wir wieder auf meine Route. Und in der Kalmar-Kommune, oder wie das hier heißt, sind wir auch schon. Heute Nacht hat es geregnet. Und jetzt scheint wieder die Sonne. Und es ist richtig warm. Alles bestens. Aber es hat nicht sehr geregnet. Es hat zwar durchgeregnet, aber kein richtiger Schauer, nichts. Aber wir waren ja am Schilde. Das ist eine von 8 Rundkirchen in Schweden. Wir sind gerade in Hagby und suchen nach Wasser. Wir waren aber nicht die einzigen, weil eben gerade noch eine Schwedin da mit vollgepacktem Fahrrad. Wir sind kurz vor Kalmar und wir fahren jetzt dann auch erstmal zum Fährhafen und gucken, ob dort noch eine Fähre fährt. Wenn nicht, müssen wir dort auf so eine Halbinsel. Da ist auch ein Schilderplatz. Aber es ist Samstag und es ist eine größere Stadt. Da denke ich mal, da ist auch ziemlich viel los. Und die schönen Häuschen wieder hier. Ach. Und sehr warm ist es heute. Ich denke mal, es ist ein Ausläufer von der Hitzewelle von Deutschland. Schick, schick. Ja, in Kalmar sind wir schon mal. Stand zwar eben Spielstraße oder Fußgängerzone, sieht aber irgendwie keinen. Endlich auf Öland. Ich habe schon fast gar nicht mehr dran geglaubt. Das Wetter ist irgendwie super optimal. Ich bin den ganzen Tag ohne T-Shirt rumgefahren und das in Schweden. Auch nicht so oft. Ja, und wir besuchen jetzt als erstes den Hohnstein. Wir fahren jetzt Richtung Süden. Haben natürlich jetzt Gegenwind, haben ja auch den ganzen Tag Rückenwind gehabt. Das ist nicht so schön, aber nicht weiter schlimm. Ja, und nach dem Hohnstein, denke ich mal, geht es auch schon zum Schlafplatz. Ich habe eben noch ein bisschen Bier geholt und vieles zu essen. Es ist so schwer, war mein Bock, glaube ich, mein ganzes Leben noch nicht. Ja, das meiste wird heute Abend gegessen. Morgen früh, dann wird es schon ein bisschen leichter. Diesmal wird auch die Insel komplett umrundet. Im Uhrzeigersinn, ja. Also wir fahren erst nach dem Süden bis zu dem Leuchtturm. Die haben auch so einen bestimmten Namen. Dann auf der Ostseite Richtung Norden. Da ist der andere Leuchtturm. Der wird auch noch besucht. Und dann Westen, Richtung Westen wieder runter. Es werden natürlich wieder ganz viele schöne Sachen angeguckt. Hier die Wege führen halt immer zu, meistens zu irgendwelchen Häusern hin, die Richtung Küste stehen. Also mit Wildzelten ist hier oben halt auch nicht ganz so schön. Hat zwar ab und zu mal Bäume, Wälder, aber das meiste sind Wälder und Privatbesitz. Wie schon gesagt, die Wege führen dann meistens immer irgendwelche Gehöfte. Und das macht man ja nicht. Barschilder gibt es hier, 4, 5, 6 Stück oder so. Wie schon gesagt, eins besuchen wir gleich.
es denn nicht besetzt ist. Ist ja Samstag. So, hier haben wir unseren Rundstein. Die Schlafplatzsuche. Also wenn der Shelter besetzt ist oder zu voll ist, gibt es hier genug Stellen am Wegesrand. Da zum Beispiel, da kann man das Zelt aufstellen. Aber dort soll eine Toilette dabei sein. Mal gucken, hier kann man es auch hinstellen. Ans Wasser kommt sie nicht, das ist da hinten. Ist so viel Schilf dazwischen. Halt kein Badestrand. Aber hier kann man es halt hinstellen. Das gehört in den Jedermannsrechtbereich mit rein, denke ich mal. Da kann sich keiner aufregen. Ja, alles da, Holz da, Toilette ist da. Shelter ist da. Ansonsten ist keiner da. Hier hat jemand was liegen lassen. Ein Ladekabel und ein Etui von der Brille. Gucken wir nochmal hier, was da steht. Bestimmt ein Naturschutzgebiet. Guck mal gleich mal, ob wir runter zum Wasser kommen. Kalevi. Genau. Hier ist der Rundstein. Hier stehen die ganzen Camper. Also der Parkplatz ist voll. Und wo sind wir? Keine Ahnung, steht gar nicht da. Vielleicht das. Auf jeden Fall sind wir den Weg reingefahren. Und hier rein. Noch eine kleine Nachtwanderung. Da hinten ist jetzt noch ein Leuchtturm kommen. Ich denke mal ein ganz kleiner. Gehe ich noch mal hin. Also Leuchtturm habe ich jetzt nicht gefunden. Wer weiß, was ich da wieder gelesen habe. Und da hinten meinen Leuchtturm habe ich auch gefunden. Das ist ein Aussichtsturm für die Ornithologen oder für Vogelfreunde. Weil das ist nicht nur Naturschutzgebiet, hier gibt es auch ganz viele seltene Vögel. Ich will nicht. Es regnet, zwar nicht mehr so doll, aber es regnet und soll bis 18 Uhr weiter regnen. Es hat schon die halbe Nacht geregnet, aber naja, es war übrigens nicht angesagt, deswegen haben wir beide die Zelte aufgebaut. Im Shelter hätten wir es besser gehabt. Ist aber jetzt egal, wir müssen ja irgendwie weiter. Ja, wir haben uns jetzt auch überlegt, dass wir eine feste Unterkunft nehmen, weil ich muss ja sowieso noch ganz viele Videos schneiden, weil ich schon lange nicht mehr hinterher gekommen bin. Ein Zelt, das geht halt nicht, wenn ich keinen Strom habe. Ja, kann man auch Wäsche waschen und alles. Und vielleicht mal was Richtiges kochen. Und danach für die Insel erkundet. Übermorgen ist Sonnenwende. Wollen wir mal schauen, dass wir irgendwo ein Feuerchen machen können. Ja. Ist aber trotzdem schön hier. Ja, jetzt fahren wir den Wanderweg hier bis vor zu einem anderen Weg. Der wieder zurück auf die Straße zum Radweg führt. Wir haben jetzt ungefähr fast 30 Kilometer bis zur Unterkunft.
Eine von den vielen Windmühlen hier oben noch. Sollen, glaube ich, mal irgendwie über 1000 gewesen sein. Ja, es regnet immer noch. Da hinten stehen auch wieder irgendwelche Baudersteine oder Kleberreste. Hier ein Hügelgrab. Haben es noch ungefähr 70 Kilometer. Ja, das Wetter lädt nicht gerade ein. Aber ich bin ja nun fast 7 Wochen unterwegs. Das erste Mal, das mich so überrascht. Aber das eine Mal in Mecklenburg, aber da hatte ich eine Unterkunft gehabt. Da habe ich die 3 Tage abgewartet. Ja, gleich sind wir da. Hier gibt es sogar einen Zeltplatz und einen Strand, wie es aussieht. Und hier oben muss auch eine ganz schöne Steinschiffsetzung liegen. Ich hoffe, dass wir jetzt durch die 30 Kilometer, die wir jetzt gemacht haben, nicht so viele Sachen verpasst haben. Aber ich glaube nicht, an der Stelle gibt es nicht so viel. Sonst müssen wir wieder ein Stück zurück. Ja, jetzt suchen wir uns das Häuschen. Ich hoffe, da ist jemand. Wenn nicht, stehen wir immer noch im Regen. Da ist wieder was für mich. Schon klar. Natürlich habe ich jetzt kein Licht dabei, nur das Handy. Mücken, feucht. Eieiei. Also, ich mal tief geht's nicht. Ich muss das mal einen Weg finden hier, ohne dass ich mich komplett einsau. Ne, jetzt glaube ich schon auf. Nein, es hört nicht auf. Oh. Doch, da hinten, oder? Sieht man noch was? Ich sehe gar nichts mehr. Oh, das geht weiter. Ich muss mal von der Katkin das Handy holen, damit ich Licht habe. Ich habe auch Licht dran, aber es waren jetzt nur noch 2 Meter. Hier haben sie irgendwo Schiefer abgebaut. Ja, da sind wir wieder, nach 3 Tagen, wo wir uns verborgen haben, in so einem kleinen Airbnb-Häuschen. War mehr ein Gartenhäuschen, aber ziemlich billig. Also ich habe in Deutschland für Bed & Bike schon fast das Doppelte bezahlt. Naja, ich habe 3 Tage geschnitten, so gut wie es ging. Irgendwie werden die Videos immer länger. Ich habe gerade mal die 2 Bornholm-Videos fertig. Das eine geht über 45 Minuten, das andere über 50 Minuten. Ja, und da war auch die Sonnenwende zwischendurch. Da haben wir ein kleines Feuerchen am Strand gemacht. Bier hatte ich leider keins, weil hier gibt es auch keine Einkaufsmöglichkeit, wo wir sind. Das Einzige, was hier ist, und was mich gerade wieder stört, sind die vielen Autos. Wir sind aber auf einer Hauptstraße. Das Einzige, was hier gab, das war so ein ganz kleiner Laden, wo du selbst die Lebensmittel einscannen musst und selbst bezahlen musst mit der Kreditkarte. Aber die hat nur alkoholfreies Bier. Ja, und das braucht wirklich keiner. Zumindest ich nicht. Wandern waren wir. Wie schon gesagt, es war mehr ein Spaziergang. So durch die Dünen, kleines Wäldchen. Die Wege schön angelegt. Waren auch so ein paar etwas jüngere historische Plätze anzuschauen. In so einer Grotte war ich noch, wo sie irgendwie Schiefer abbauen.
Und heute ist der 23. Juni und wir machen uns weiter auf den Weg. Wie schon gesagt, wir sind auf so einer Hauptstraße und da vorne kommt gleich unser erstes Highlight. Wir mussten ein kleines Stück zurückfahren von unserer Strecke. Wir sind hier quasi von dort gekommen, wir wollen in die Richtung, nach Süden. Da ist die Katrin, sie ist noch mit dabei. Habe ich jetzt erwähnt, dass man zur Schiffssetzung und ja, hier vorne kommt halt eine Schiffssetzung. Die habe ich das letzte Mal, wo ich auf Irland war, quasi auch das erste Mal, haben wir die irgendwie komplett verpasst. Weiß auch nicht warum. Ja, die schauen wir uns jetzt an und dann geht es runter Richtung Süden zu dem Leuchtturm. Hier ist der lange Jan oder so. Ach ja, bei den Autos will ich mir nichts sagen. Versteht man sowieso nie was. Und dann geht's hoch zur Eggetorp-Burg, glaube ich, heißt die, die ich letztes Mal schon besucht habe. Die kostet Eintritt, ich weiß noch nicht, ob ich da wieder reingehe. Ich kenne es ja nun schon. Aber auf jeden Fall fahren wir hin. Und zwischendurch kommen noch etwas kleinere Stationen. Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Videos so lang werden. Alter Falter. Hier oben heißt ja alter Schwede. Okay, also dann bis später. Und hier auf dem Grabfeld ist die Schiffssetzung. Ja, vorne steht dran, das ist das größte eisenzeitliche Gräberfeld auf ganz Irland. Über 200 verschiedene Sachen gibt es hier zu sehen. Schiffssetzung, Steinkreise. Die Rösen, die Steingräber, also die Hügelgräber aus Stein, die dreieckigen Gräber und so weiter und so fort. 100 Stück haben sie mal untersucht. Das hier ist die Steinschiffssetzung. Eine relativ große. Die Baudersteine, wenn das Originale sind, sind auch ganz schön mächtig. Das könnte ein Steinkreis sein. Wie schon gesagt, hier ist überall was. Und noch ein Grabfeld aus der Eisenzeit. Stand eigentlich nicht auf dem Programm. Aber ist auch nicht so spektakulär, sage ich mal, sieht man nicht so viel. Kleinere Hügel. Ein paar Mautersteine, wenn man so nennen will. Ich weiß jetzt nicht, was ist, aber hier ist ein Schild, vielleicht steht da was dran. Das hier ist so ein Naturschutzgebiet. Die kleine Straße führt runter zu dem Leuchtturm. Und hier sind die Königsteine. Wir haben die ganze Zeit ein bisschen Gegenwind. Ah, ein bisschen mehr sogar. Aber nicht mehr lange, weil wir dann fahren mal in Richtung Norden. Ich glaube, das letzte Mal stand hier noch eine Tafel.
Ja, die Tafel stand weiter weg. Und hier steht was Schönes. Nach der Legende bezieht sich der Name Kungstenana auf zwei Könige aus dem uppländischen Geschlecht Ynglingr. Das sind die Reste von der alten Kirche. Ja, die Südspitze haben wir jetzt hinter uns. Der lange Jahn. War ein bisschen was los. Auch kein Wunder bei dem schönen Wetter. Und jetzt geht's zur Ickeltopburg. Da ist auch wieder die Mauer von vorhin, die quer über die Insel geht. Und ganz dahin ist es schon. Ja, leider haben sie gerade eben, wo wir angekommen sind, zugemacht. Man kommt zwar irgendwie noch rein, aber naja, ich weiß nicht. Wir werden uns wahrscheinlich morgen nochmal angucken. Hier hinten muss ein Schelter sein. Gucken wir mal schnell. Vielleicht können wir da heute Abend schlafen. Sind wir morgen früh gleich die ersten hier. Können wir gleich nach dem Kaffee trinken rein. Und wir werden dann wahrscheinlich morgen auf den Strand gucken. Ist ja erst 16 Uhr. Weil so schön wird, dann werden wir auch mal ins Wasser springen. Ich kann mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen, dass das ein Shelter sein soll. Aber es stand auf der Karte. Klo etc. Ich denke mal, weil die auch hier Mitarbeiter haben im Sommer, ich weiß nicht, morgen auch welche da sind, die mit Gewandung drin arbeiten und den Leuten was erklären, dass die hier schlafen, aber das sehen wir jetzt. Machen wir halt eine Lost Place Tour. Nee, das ist glaube ich nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ja, doch, das ist das Schild. Das ist der Ölands Läden, glaube ich, heißt der. Und der ist ganz neu hier. Den habe ich auch gar nicht gerudet, weil ich ihn nicht gehabt habe. Bin mal gespannt. Auf der Karte sieht es so aus, als ob es ein Sandstrand wäre. Und hier auf der Ostseite habe ich auch schon öfters Verbotsschilder für Campen sehen. Privat für ihn. Ja, da steht schon eins. Und das ist der Strandweg. Vielleicht ist ja die Ostsee jetzt ein bisschen wärmer. War ja jetzt auch schon ein paar Tage nicht drin. Ich wollte es gar nicht glauben. Da stand im Internet, dass an dem Platz Strom gibt. Aber hier haben sie irgendwelche Solarbänke hingestellt. Und da kannst du das Zeug aufladen. Für ein Labby reicht es nicht. Also keine richtige Steckdose, sondern nur USB. Einen Moment. Wunderbar. Und WLAN gibt es hier auch. Freies. Muss ich irgendwo anmelden. Auf der Seite. Dann kannst du surfen. Wir sind wieder zurück am Schelter. Und ich dachte mir jetzt, wenn es so schönes Licht ist, mache ich noch ein paar schöne Videos.
ist zunächst keine Leute da. Ja, gestern Abend hat mich ein Geräusch geweckt und da war das, so was denn, 12, habe ich eine Frauenstimme gehört, so ähnlich wie Jodel, und das nennt sich hier oben in Schweden Kulni, das heißt, dass man die Kühe ruft, aber es war zu leise gewesen, das hätte ich mal aufgenommen, die Kühe waren ja zum Schluss lauter gewesen, aber um 12, vielleicht sind sie das hier. Das Museum hat leider heute zu. Gerade gehen wir eben vorne, wollte rein, standen schon ganz viele Leute da. Irgendwann kam jemand und hat gesagt, ja, ist Midsommer, da machen sie nicht auf. Also umsonst hier gewesen. Naja, waren ja gestern drin, ist hier nur noch das Museum, was in den Häusern ist. Und vorne der Kaffeeshop. Ja, jetzt gucken wir mal. Irgendwo auf der rechten Seite müsste ein Fischimbiss kommen, unten am Hafen, an so einem kleinen. Vielleicht hat der hier heute offen. Bei Midsommer. Da schauen wir mal. Und dann kommt schon wieder irgendwo wann eine Burg. Ah, das ist glaube ich auch wieder auf dem Wanderweg. Da gucken wir auch noch vorbei. Schön Häuschen. Ach, alles schick hier. Und dann kommen wieder Runsteine und so weiter und so fort. Das komplette historische Programm wieder. Das wird ein Schmackofotz. Ja, was wollte ich erzählen? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der germanische Stamm, die Warnen, also nicht die Warnen, das Göttergeschlecht aus der Edda, was gegen die Asen gekämpft hat, sondern mit den Erdgen, Warnen, von Öland stammen. Aber ich kann das leider nicht verifizieren. Ich weiß nicht, wer das aufgeschrieben hat in der Antike oder welcher Professor Dr. da eine These rausgehauen hat. Normalerweise sollten die ja aus Dänemark kommen oder Mecklenburg. Auf jeden Fall haben die Warnen auch später dann in der Völkerwanderung in Thüringen gesiedelt. Da gibt es sogar noch einen Gau, oder gab es einen Gau, der hieß Verenefeld oder so ähnlich.
Ja, und die haben sich dann mit den Thüringer vermischt. Und da bin ich jetzt quasi an einer Stelle von von einem Teil meiner Urahn. Nicht schlecht, hä? Als gebürtiger Thüringer. Hier vorne kommt dann eine Burg, wie ich schon gesagt habe. Ich glaube, die ist ganz schön. Die habe ich bei mir als rot markiert. Rot heißt, das muss was Schönes sein. Irgendwo im Landesinnere. Bis jetzt haben wir noch Straße, aber ich denke mal, da geht dann nur noch ein Wanderweg hin. Aber das sehen wir ja gleich. Ja, wo wir jetzt hinfahren, das ist wieder so eine Burg. Wie gestern und heute die Eggetorp. Aber die haben sie ja versucht nachzubauen. Wird halt auch kritisiert, dass es falsch nachgebaut wurde. Und die Burgen waren halt mehr aus der Eisenzeit und Völkerwanderungszeit, vielleicht bis zur Wikingerzeit. Mehr so Ringwallanlagen, Schutzburgen, Trutzburgen, Wehranlagen. Und auf Irland soll es noch 16 Stück geben. Aber alles schauen wir uns auch nicht an. Bei den meisten erkennst du auch nichts mehr. Aber ich denke mal bei der hier schon. Ja, die Fahrräder müssen wir hier stehen lassen. Es wird alles eingezäunt und so kleine Leiter. Aber hier hinten muss ich ja schon kommen. Seht ihr schon Steinhäufung da hinten? Ja, ja, das ist es schon. Ja, und die Mauer ist halt quasi der Ringwall. Der geht bis dahinter. Hier sind noch ein paar Reste. Das ist schon ganz schön groß. Ja, als nächstes müssen ein paar Runensteine kommen, hintereinander. 3, 4, 5 Stück, ich weiß es nicht. Auto. Ja, die schauen wir natürlich uns an. War schön, richtig schön eigentlich. Der erste kommt in ein paar hundert Metern. Der ist, glaube ich, Sebi. Und wie schon gesagt, noch mehrere andere. Ja, und die Runensteine stehen hier auch alle an der Hauptstraße, quasi der Rundweg vom Öland. Und das ist das Kleberfeld von Sebi. Ja, und das zieht sich bis dahin, ne? Und manche Steine stehen sogar noch in privaten Gärten. Bis hierhin, ne, geht's. Ja, vorhin haben wir auch etliche Radfahrer gesehen, von denen die Frauen Blumengebinde im Kopf gehabt haben. Die fahren mich jetzt auf das Midsommerfest, denke ich mal. Wird auch schon so sein. Auf jeden Fall sah es ganz irgendwie süß aus, niedlich, schön. Die werden bestimmt heute auch viel trinken, weil die machen das nicht umsonst am Freitag, damit sie Samstag rausschlafen können. Bis jetzt habe ich aber diesen Midsommerbaum noch nirgendwo hier gesehen. Weil, nicht Bornholm. Irland hat ja auch nicht so viele Einwohner, irgendwas in die über 20.000 Stück. Und da feiern die das bestimmt auch irgendwo konzentriert. Das sind ja alles bloß kleine Gehöfte. Gar keine richtigen Ortschaften, einkaufen kannst du auch nirgendwo. Da treffen sich bestimmt an ein paar Stellen. Aber wenn ich mal so einen Baum sehe, den werde ich dann auch aufnehmen. Wir sind jetzt nochmal 100 zum Hafen gefahren. In der Hoffnung, dass wir vielleicht mal ins Wasser kommen, aber ich glaube es ja eher nicht. Das sind bestimmt kleine Ferienhäuser hier. Aber mit dem Auto darfst du nicht reinfahren, hat schon was Positives. Ja, warten kann man hier nicht. Schade. Jetzt
zwar nicht das Richtige zum Baden, aber zum Arsch reinhalten reicht's. Und hier hinten fahren wir gleich rein. Da kommt auch wieder so eine Burg. Da sieht man aber auch nicht viel. Hier noch schön Mühlen. Ja, ein bisschen kann man noch was erkennen. Die ist nicht so groß wie vorhin die. Kann sein, dass das vielleicht noch der Originaleingang ist. Ja, die ist wesentlich kleiner. Ein schöner Ring. Das könnten noch Fundamentreste sein. Und hier hinten ist auch was. Wasserzugang wahrscheinlich. Ja, da haben wir den ersten Midsommerbaum. Also Midsommerfestbaum. Ich muss mal gucken, wie es hier im Originalen heißt. Ränge stehen auch drumherum, aber hier ist nichts los. Obwohl es angeblich heute alle feiern. Oder die sind schon besoffen. Man weiß es nicht. Und hier mal wieder ein Gräberfeld. Ich fahr mal links, ist eh nichts los. Und hier ist ein Parkstreifen. Kühlwein friedlich drauf. Da, das ist sogar ein Domaring. Hier geht eine Leiter drüber. Gehen wir mal kurz drauf, wenn es keine Bullen sind. Heute Morgen, das waren ja Bullen. War's doch? Da traue ich mich nicht rein. Das sind alles Bullen. Na toll. Hier, ich bin auch ein Bulle, gell? Bleibt schön dort. Alter, Hosenschisser, was ich bin. So, hier ist ein Schild. Frohes Lunder, Greffeld. Sogar mal in Deutsch. Über 1,3 Kilometer lang. So, ich hab sie verjagt, ey. Nee, habe ich nichts von allem weggeräumt. Hier, das sieht aus wie ein Domaring, wenn es einer ist. Hier haben wir jetzt eine typische Röse oder Rösse. Und viele vereinzelte Steine. Es ist halt quasi wie ein Grabhügel, bloß halt aus Stein und nicht aus Erde. Und wahrscheinlich auch geplündert, deswegen das Loch in der Mitte. Ah, die folgen uns jetzt. Das mit den Runensteinen, was ich da wieder erzählt habe, war wahrscheinlich wieder Quatsch, dass die kurz hintereinander kommen. Ich denke mal, die kommen erst morgen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt zwischendurch einfach verpasst habe. Weil auf der Karte war jetzt auch keine. Die stehen ja normalerweise richtig am Straßenrand. Also auch erkennbar. Und jetzt fahren wir runter zum Meer. Da kommt die letzte Station für heute. Das ist wieder eine Frontburg. Die heißt, oh, ich kann es nicht sehen.
Ich schreib's drunter. Und da werden wir auch wahrscheinlich schlafen. Im Internet habe ich ja gesehen, dass da unten auch eine Toilette ist. Was ich mir jetzt schwer vorstellen kann, weil hier auch nicht dran stand, dass da ein Strand ist. Warum soll da eine Toilette stehen? Das sehen wir ja gleich. Ein Häuschen sehe ich ganz weiter hinten. Aber glaube ich, das gehört nicht zu dem Weg hier. Wir biegen mehr rechts ab. Ich konnte da unten noch nichts erkennen. Es war jetzt 7 Uhr. Aber jetzt noch köcheln, vielleicht nochmal ins Wasser springen. Diesen jenes. Da ist der Tag auch schon vorbei. Und wie schon gesagt, die Runsteine, die restlichen, kommen dann halt morgen. Und auch andere Sachen. Klo ist tatsächlich da, aber halt nur ein Dixie. Dem standen noch schon Schilder. Camping verboten. Da hinten irgendwo, da oben, wo die nicht die erste Steinreihe, vielleicht erkennt man es noch, die zweite Steinreihe, das ist die Burg. Muss ich mal gucken, wie man hinkommt, auch wieder alles eingezäunt. Tja, wenn dort ein Verbotsschild steht, stellen wir uns hier hin. Mit mehr Blick. Wir gehen noch mal eben am Strand und jetzt schauen wir uns noch die Burg an. Ja, ich denke mal, das hier vorne ist der Originalwall. Das ist so, naja, Steinmauer, wie so fast überall hier auf Öland oder allgemein in Schweden sind, um die Viecher einzuhegen. Aber das da hinten, das ist wahrscheinlich auch wieder eine Originalmauer. Ich stehe jetzt mittendrin quasi. Und die Sonne macht wieder schönes Licht. Hier habe ich noch was entdeckt. Außerhalb des Ringwalles. Keine Ahnung, ob es noch zur Burg gehört. Und uralt ist, es könnte dann vielleicht die Wasserversorgung gewesen sein. Momentan trinken hier die Tiere, wie zum Beispiel die. Hier gibt es eine Karte, wo die ganzen Burgen eingezeichnet sind. Sandby Burg heißt das jetzt. Das ist die mit dem Museum. Und die hat man als erstes besucht gehabt und die vorhin. Da steht auch noch mal was über die Völkerwanderung da. Sind wir eben gerade den Strand entlang gelaufen, habe ich mich wieder beschwert, was da für Müll rumliegt. Da war eine ganze Palette Bier angeschwommen. Da habe ich dann halt nur gedacht, das ist irgendwie vom Boot runtergefallen oder so. Weil eine war ein bisschen offen und ein bisschen auch sehr verteilt. Kommt der eine Typ vom Strand an und macht einen Daumen nach oben. Da hat er nämlich das da hingelegt und irgendwie ist das ins Meer reingekommen. Ja, und dann hat er mir halt zwei Bier gegeben, weil wir es eingesammelt haben. Und das ist richtiges Bier, nicht das Leichtbier. Das hat richtig Prozent hier. Na da, so kriegt man ein Bier. Schäumt ein bisschen, weil es im Meer gewedelt wurde. Prost. Ne, Skoll sagt man hier.